heute direkt von der Invest hier in Stuttgart. Ja, die Schweizer Nationalbank haben schon die Zinsen gesenkt. Zieht Europa nach? Das ist die große Frage. Ja, lieber Thomas, wir sind heute direkt auf der Invest. Und was mich als erstes natürlich interessiert, für dich als Volkswirt, ist es da auch spannend, was so die Themen bei den Privatanlegern angeht? Absolut, wir sehen es. Die Messe erfährt einen Riesenzuspruch. Gefühlt doppelt so viele Teilnehmer wie im letzten Jahr. Und auch für uns als Volkswirte ist es ein guter Gradmesser, um zu spüren, was den Anleger derzeit aktuell umtreibt. Ja, und wollen wir gleich auch in die Themen einsteigen. Wir haben neulich schon ein Video gemacht, die Schweizer Nationalbank hat schon die Zinsen gesenkt. Ja, ziehen die Europäer nach oder wie siehst du das? Ja, ich denke, bei der EZB ist eine Zinssenkung im Juni so gut wie sicher. Ich würde jetzt nicht sagen in Stein gemeißelt, aber so gut wie. Sie ziehen also tatsächlich nach der S&P, die ja überraschend tatsächlich schon im März den Zins gesenkt hat. Wir könnten auch davon ausgehen, dass es bei beiden Notenbanken mit Zinssenkungen dann auch im zweiten Halbjahr weitergehen wird. Schaust du dir auch genau an, was die Fed dann auch in Amerika macht oder konzentrierst du dich eher nur auf Europa? Nee, tatsächlich, weil die Fed ist der eigentlich spannende Faktor in diesem Jahr. Wir gingen ja als Finanzgemeinschaft zum Ende des Jahres 2023 davon aus, dass die Fed ebenfalls den Zins senkt. Damals eher noch gedacht, dass die Fed sogar vor der EZB beginnt. Jetzt hat sich das Blatt komplett gewendet. Wir unterhalten uns mittlerweile darüber, ob die Fed überhaupt den Zins senkt und mehr noch möglicherweise sogar mit weiteren Zinsanhebungen nachziehen muss. Also die Fed ist derzeit wirklich nur schwer kalkulierbar, aber gleichzeitig damit natürlich auch sehr, sehr spannend. Haben die Wahlen auch Einfluss auf das Geschehen, was die Fed macht oder schauen die sich nicht an, was die Wahlen bewirken oder auch die Programme vor den Wahlen jetzt? Nee, ich glaube nicht, dass die Wahlen einen großen Einfluss haben werden. Zwei Dinge sind für die Fed entscheidend, Wachstum und Inflation. Wachstum sehen wir nach wie vor eine sehr robuste Expansion der US-Wirtschaft. Naja, und die Inflationsraten, die wollen derzeit einfach nicht so zurückkommen, wie wir es eigentlich ursprünglich erhofft hatten. Also einmal mehr, es bleibt spannend, was die US-Entwicklung anbelangt. Ja, herzlichen Dank, dass du kurz Zeit genommen hast. Ich wünsche dir noch einen ganz schönen Messetag und wir hören uns sicher bald wieder. Herzlichen Danke, Dank, lieber David, Thomas. Auch dir, vielen Dank. Dankeschön.